Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unserer Kulturkiste. Ihr wollt wissen, was in Greifswald los ist, erfahrt aber von den coolen Veranstaltungen immer erst hinterher? Wir haben euch unsere Favoriten für den Mai mal herausgesucht. Der Nordische Klang, für die älteren Studenten ein alter Bekannter, für die Neuen wahrscheinlich noch gar kein Begriff. Der Nordische Klang hat in Greifswald lange Tradition. 10 Tage lang wird unsere Stadt von skandinavischen Künstlern in den Bann gezogen. Von Kunst, Musik, über Film bis hin zu Literatur ist alles dabei. Preise und Programm findet ihr im Netz unter nordischerklang.de. Seit 2006 findet jährlich der Greifswalder Citylauf statt. Am 20. Mai können engagierte Läuferinnen und Läufer ihr Talent unter Beweis stellen. Die Anmeldung für den 10-Kilometer-Lauf allein oder für den Staffellauf zu viert ist bis zum 17. Mai möglich. Weitere Infos über die Anmeldegebühren findet ihr online. Am 15. Mai eröffnet das Strandbad Eldena die Badesaison. Also packt die Badehose ein, nimmt das kleine Schwesterlein und geht schwimmen. Wer schon immer mal Lust auf israelische oder thailändische Küche hatte oder schon immer einmal Giraffenfleisch probieren wollte, bekommt vom 12. bis zum 14. Mai die Chance dazu. Erstmalig findet bei uns am Museumshafen ein Streetfood-Festival statt. Weitere Infos findet ihr unter streetartevent.com oder auf Facebook. Wer sich beim Streetfood-Festival den Bauch vollgeschlagen hat, muss aber noch längst nicht nach Hause gehen. Am 12. und 13. Mai finden in der Alten Frauenklinik 2 Aufführungen des Studententheaters statt. Das Stück Rubenow handelt von dem Leben des Mannes, der unsere Universität gegründet hat. Für Studierende kostet das Ganze 6 Euro. Karten gibt es im Uniladen, in der Stadtinfo am Markt und an der Abendkasse. Am 17. Mai findet der internationale Tag gegen die Homo-, Inter- und Transphobie statt. Das Projekt Cube hat das zum Anlass genommen, 4 Wochen rund um dieses Thema zu organisieren. Vom 17. Mai bis zum 11. Juni könnt ihr Vorträge, Lesungen und Workshops besuchen. Schaut einfach mal bei der eingeblendeten Website vorbei. Jetzt zu einem etwas noch ernsteren Thema. Unter dem Titel »Schenkst du mir dein Herz?« veranstaltet die Universitätsmedizin Greifswald eine Vortragsreihe zum Thema Organspende. Hier geben wöchentlich verschiedene Referenten Einblicke zu Themen und Fragestellungen der Organspende. Wo und wann erfahrt ihr bei Facebook. Wen jetzt schon die Unternehmungslust gepackt hat, der kann am nächsten Donnerstag die Sternwarte besuchen. Sie öffnet an jedem 1. und 3. Donnerstag des Monats ihre Kuppel und präsentiert somit einen atemberaubenden Blick in den Kosmos. Der Eintritt für Studierende beträgt 2 Euro. Das war's mit der Kulturkiste für den Mai und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe.